Ja, Freunde, Mahlzeit. Willkommen zu diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Mittwochsvideo, auch wenn es kein wirkliches Mittwochsvideo sein wird. Ich habe so ein paar Punkte, die ich gerne mal mit euch durchquasseln würde. Einfach nur mal so ein bisschen so ein Labervideo quasi. Ja, würde ich sagen, warten wir gar nicht lange, fangen wir direkt an. Ich würde ganz gerne Feedback geben zum letzten Video, beziehungsweise Feedback zu eurem Feedback. War richtig hammermäßig. Tatsächlich hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich, es waren wirklich, also das Feedback war wirklich hammermäßig. Ja, ihr habt Kommentare da gelassen, ihr habt geliked wie die Verrückten. Wirklich immer nur guter Zuspruch, wirklich positives Feedback. Kein irgendwie Ausfall dabei oder irgendwie irgendwelcher, ja, ihr wisst ja, wie YouTube ist, irgendwelcher Spinnerkram oder so. Wirklich super, hat mir wirklich super gefallen. Staune ich auch echt, dass das so gut angekommen ist, das Video. Ja, bin ich, wie gesagt, auf jeden Fall voll begeistert, finde ich super cool. Dann zum Thema Flohmarktvideos. Flohmarktvideos, ich weiß, ich habe es ja letztens, so ein bisschen habe ich es ja schon erwähnt, glaube ich. Ich habe jetzt vergangenen Sonntag gab es keinen Flohmarkt bei uns in Berlin, dann jetzt kommenden Sonntag gibt es keinen Flohmarkt bei uns in Berlin, weil vergangenen Sonntag war Volkstrauertag, da dürfen Veranstaltungen immer erst irgendwie so ab 13 Uhr, glaube ich, stattfinden. Und am Totensonntag, der jetzt kommender Sonntag ist, glaube ich, erst ab 18 Uhr. Deswegen finden halt keine Flohmärkte statt. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob das bei euch auch so ist. Das ist auf jeden Fall in Berlin so. Ja, und demzufolge kann ich natürlich nicht zum Flohmarkt gehen, kann keine Flohmarktaufnahmen machen. Ich habe für diese Woche, für diesen Samstag jetzt noch ein Flohmarktvideo da. Allerdings ist das schon ein bisschen älter. Ist halt quasi, ja, war immer so ein bisschen, also ein Backup-Video. Wisst ihr, wenn ihr wisst, was ich meine, habt ihr, das war mit Karl zusammen, aber war ich unterwegs. Das war noch im Sommer. Da ist an einem Wochenende, sind da tatsächlich zwei Teile entstanden oder beziehungsweise konnte ich zwei Teile draus machen und habe dann immer eins so ein bisschen zurückgehalten als Backup. Also wundert euch dann am Samstag nicht, warum wir dann mit kurzer Hose rumlaufen, mit T-Shirt und warum die Sonne so knallt. Liegt daran, dass die Aufnahmen schon ein bisschen älter sind. Die sind auch von diesem Jahr natürlich, aber ich weiß nicht mehr genau, wann, Juli, August, irgendwann so in dem Dreh muss es gewesen sein. Wie gesagt, das werde ich diesen Samstag raushauen. Und dann für kommende Woche, ja, sieht es erstmal ein bisschen schlecht aus mit Flohmarkt-Video. Ja, es ist tatsächlich so, wie gesagt, wenn ich nicht zum Flohmarkt kann, ist es natürlich immer schwierig, ein Flohmarkt-Video zu machen. Es ist ja nun mal so, dass der Kanal auch von den Flohmarkt-Videos lebt. Klar, ihr guckt euch auch gerne die anderen Videos an und ich mache auch gerne andere Videos. Allerdings ist das so eine Alternative zu finden immer gar nicht so einfach. Ja, und ich vermute halt, dass es jetzt, ich weiß es natürlich nicht, aber es gab jetzt vergangenen Sonntag keinen Flohmarkt, kommenden Sonntag gibt es keinen Flohmarkt. Und ob danach Flohmarkt weitergeht, ob es sich überhaupt lohnt hinzufahren, man weiß ja immer so in Sachen Lockdown, weiß man ja immer nie so richtig. Ja, ob das was wird oder nicht, oder ob sie wieder alle Flohmärkte zumachen, ist ja mal wirklich schwierig zu sagen, wenn es so kommen sollte. Ich habe mir eine Alternative überlegt. Ich will jetzt noch nicht verraten, was es ist. Auf jeden Fall wird es so sein, dass ich das Mittwochsvideo dann generell erstmal ausfallen lassen muss, weil ich sag mal so, ich hatte ja so mal schon so ein bisschen Probleme, eine Idee zu finden, was man mittwochs machen kann. Reparaturvideos sind immer cool und sowas, oder irgendwelche Tutorials oder so ein bisschen Sammlerkram. Aber man muss halt auch so ein passendes Thema finden, irgendwie einfach irgendwas auf blauen Dunst einfach raushauen. Ja, da bin ich nicht so der Freund von. Da mag ich eher schon, ihr wisst ja, da mag ich es eher schon so ein bisschen dadurch, dass ich so ein bisschen, ja, es immer gerne perfekt habe, muss es schon was Sinnvolles sein. Und wenn ich dann selber für mich sage, nee, das Thema passt irgendwie nicht oder weiß ich nicht, da kann ich nicht genug zu erzählen, dann will ich so ein Video auch nicht machen. Deswegen, wie gesagt, beschränken muss ich mich jetzt erstmal auf ein Video die Woche beschränken. Wie gesagt, ich suche mir für den Samstag dann statt Flohmarkt-Video erstmal eine Alternative raus. Was das sein wird, will ich noch nicht erzählen unbedingt, weil ich da selber noch nicht weiß, ob das überhaupt richtig funktioniert, wie ich mir das denke. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen probieren jetzt. Jetzt für kommenden Sonntag, wie gesagt, ist noch ein Flohmarkt-Video da. Das ist kein Problem. Wie gesagt, das ist eine etwas ältere Folge, so ein Backup quasi. Aber wird euch ja sicherlich trotzdem gefallen, kenne ich ja. Ich weiß ja, dass das gut angenommen wird. Und dann noch mal ganz kurz zum Thema Twitch. Twitch will ich jetzt auch wieder ein bisschen verstärkt machen. Ja, der letzte Stream, beziehungsweise der letzte erste Stream, ich habe ja jetzt am vergangenen Sonntag ja, nach langer Pause wieder den ersten Stream gemacht. War wirklich auch super cool, auch riesengroßes Feedback dabei. Richtig cool, dass das von euch so gut angenommen wurde. Wir waren wirklich, ich glaube, in der Spitze 126 Leute auf Twitch, die dazugeguckt haben. Da muss ich selber sagen, für Twitch ist 126 Leute echt schon viel, das ist nicht wenig. Hat mir wirklich auch super Spaß gemacht den Tag. Will ich auch auf jeden Fall beibehalten, dass wir das entweder sonntags oder samstags machen. Da bin ich auch noch nicht so ganz sicher. Das kommt halt immer darauf an, ob Flohmarkt stattfindet oder nicht. Weil wenn Flohmarkt stattfindet, werde ich Sonntag keinen Stream machen, weil wenn du so, ja, Sonntag früh aufstehen, dann den ganzen Tag auf dem Flohmarkt unterwegs, 6, 7 Stunden, da hast du abends einfach keine Lust mehr zu streamen, da bist du dann fertig. Und ja, dann halt würde ich es halt dementsprechend Samstag Nachmittag oder Abend oder so machen. Wenn das mit dem Flohmarkt jetzt doch weiterhin nicht klappen wird, wo ich leider schon fast von ausgehe,
Ja, dann werde ich einfach ganz normal Sonntag streamen und außerdem zusätzlich noch Mittwoch. Mittwoch ist auch noch so ein Tag, wo ich mir dann noch so ein bisschen Zeit nehmen möchte für auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ihr da Bock habt, auf jeden Fall gerne jetzt mal reinfolgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe euch das unten verlinkt auf jeden Fall. Wie gesagt, macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall, wir werden viel quatschen. Wir werden auf jeden Fall Retro-Games zocken. Sicherlich auch mal ein paar neuere Spiele zocken. Dann habe ich mir so überlegt, werden wir uns auf jeden Fall mal so ein paar Videos angucken und reacten. Das haben wir ja vergangenen Sonntag schon gemacht, haben wir uns ein paar amerikanische Flohmarkt-YouTuber angeguckt. Richtig interessant, was es da zu finden gibt. Wirklich richtig, richtig cool. Da war ich echt erstaunt den Tag. Und viele andere von euch, die dabei waren, die wissen es ja, die waren ja da auch echt ja, perplex, kann man schon sagen. Wie gesagt, das ist so der Plan aktuell. Ja, ich hoffe, dass es natürlich anders kommt, dass Flohmarkt weitergeht. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es mit dem Flohmarkt erstmal schlecht aussieht. Generell ist ja im Winter immer sowieso nicht so viel los. Dann kommt jetzt noch ja, Corona dazu leider. Ob dann Lockdown stattfindet, weiß ich nicht. Und wenn dann, wenn Flohmärkte erlaubt sind, dann vielleicht nur mit diesen 2- oder 3G-Regeln. Und dann, ja, ich sag mal, das limitiert das Ganze immer noch ein bisschen mehr. Der Flohmarkt wird dadurch nicht voller, sondern eher leerer. Ob sich dann für mich noch lohnt, weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich will es auf jeden Fall nur mal angesprochen haben in diesem Video, auf jeden Fall, weil beim letzten Mal, muss ich zugeben, habe ich tatsächlich sehr abrupt einfach abgebrochen, weil ich davon ausgegangen bin, okay, ihr wisst alle das Bescheid, es war Lockdown, ist da kann ich nicht zum Flohmarkt. Diesmal will ich das ein bisschen anders machen, sage ich euch auf jeden Fall diesmal mit diesem Video Bescheid. Wie ihr sagt, eine Alternative habe ich auch, ob die schon spruchreif ist, beziehungsweise spruchreif ist oder noch nicht, aber ich hoffe, dass das, was ich mir gedacht habe, was wird. Und wie gesagt, wir sehen uns ja auf jeden Fall noch zweimal die Woche dann auf Twitch, mindestens, vielleicht auch dreimal die Woche, weiß ich noch nicht genau. Kommt immer darauf an, wie viel ich mit Arbeit zu tun habe und wie viel das Video für die Woche dann nochmal noch zu tun hat. Und wie gesagt, Mittwochsvideo fällt leider auch erstmal flach. Ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass das erstmal eine ausreichende Info für euch war, dass ihr da Verständnis für habt, hoffe ich ganz, ganz stark. Gehe ich auch ganz stark von aus, die meisten haben ja sowieso immer Verständnis, sind ja mal nur so ein paar, die dann so ein bisschen, ja, aus der Reihe tanzen. Aber das sind ja Gott sei Dank immer die wenigsten. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann auf jeden Fall auf Twitch, heute Abend auf jeden Fall auch schon. Ich glaube, ja, so 19, 20 Uhr geht's los. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Benachrichtigung und die Leute, die folgen, kriegen ja sowieso eine Benachrichtigung, denke ich. Und ansonsten Flohmarkt-Video, wie gesagt, am Samstag und dann am Sonntag auf jeden Fall wieder auf Twitch. Wie gesagt, wer da Bock hat, mit dabei zu sein, gerne mal ein Follow da lassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche, schönes Wochenende und lasst euch nicht kaputt machen.